Hallöchen und herzlich willkommen zu Sunless Sea. Es ist bei mir wieder ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe, aber das soll mich nicht davon abhalten, die See mit euch zusammen zu befahren. Und ich habe eine für mich relativ unangenehme Entscheidung getroffen. Ich denke, dieser Captain wird zumindest fürs Erste unser letzter Captain sein. Sprich, nach der Sache, die diesem Captain wohl oder übel früher oder später zustoßen wird, die sein Leben beendet, werde ich diese Season von Sunless Sea beenden. Am 1. Februar startet der Kickstarter für Sunless Skies und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dort wieder, wo London ihre Sterne verloren hat. Aber bis dato haben wir noch einen kleinen Weg zu fahren. Ich möchte weit nach Norden, über Venderbright hinaus, über Wither und Codex. Wir müssen nach Codex, um für die allhohe Admiralität ein paar strategische Informationen sicherzustellen. Und wir möchten, wohin wollte ich noch? Genau, nach Mount Palmerston, um eine gewisse temperamentvolle, höllische Frau dorthin zu bringen, wo sie auch tatsächlich hingehört. Aber das ist natürlich nicht alles. Außerdem möchte ich versuchen, einen Lifeberg zu jagen. Wir haben eine relativ feste Hülle. Der Lifeberg sollte eigentlich nur 30 Schaden pro Treffer machen und wir können ihn definitiv effizient bombardieren. Das wollte ich eigentlich nicht, wollte das Licht ausmachen, aber fast. Ich habe doch schon so lange nicht mehr gespielt. Also denke ich, könnten wir ein paar sehr schöne Gewinne über eine etwas längere Reise machen. Außerdem müssen wir immer noch eine Abenteurerin im Empire of Hands absetzen, was natürlich auch wieder Arbeit bedeutet. Eieiei. Nun, the Tomb Colony of Venderbright. Once more, explore Venderbright. An attack! You round a darkened corner and start down broad boulevard lined with grimacing statues. There's a fluttering movement above. A cloud of frost moths swoops down upon you. You beat them off with your walking stick. They're determined and the largest are the size of sea bats, but they are fragile. At least they retreat, leaving three of their number melted into water on the pavement. Their wings are marked with patterns that resemble letters. You peer at them, but the script is already dissolving. Na? Und ist heute scheinbar nichts allzu Interessantes passiert. Ich denke, ich habe nichts, das sich zu verkaufen lohnen würde. Yep. Sprich, ich werde erst einmal weiter hoch nach Wither segeln. Ich sehe euch. Lasst mich euch anvisieren. Lasset uns feuern. Oh. Meine Freunde, das ist kein guter Plan, mich anzugreifen. Oh. Cha-ching! So, we gather up the corpses. Denn, wie ich schon oft gesagt habe, Essen ist eines der Probleme, die man auf der Welt hier bekommen kann. Und das war ein WhatsApp-Pling. Sehr schön, sehr passend, dass mich jetzt alle Leute anschreiben. Das sind wahrscheinlich die Leute, die gerade alle antworten. Oh, du nimmst jetzt gleich auf? Danke für die Warnung, okay. Ich werde dich ganz sicher nicht anschreiben. Jupp, und da ist ein Lifeberg tatsächlich. Dann machen wir mal den Rückwärtsgang rein und gucken, wie das funktioniert. Er hält definitiv mehr aus, als ich gerne hätte. Aber er scheint mich noch nicht anzuchargen, ne? Das heißt, wir können das Sturmfeuern definitiv ausführen. Oh, und jetzt scheint er seinen Sturm zu wagen. Oh, ich glaube, ich habe ihn gestunt. Ja, ich denke tatsächlich, ich habe ihn gestunt. Sehr gut. Das läuft überraschend effizient. Aber ich meine, dafür, dass wir gerade wie kleine Penner nach hinten wegfahren. Und uns langsam aber sicher den Tod hingeben, ne? So, mein Freund. Versinke. Oh, so ein schönes Knacken. Concentrate on gathering treasures. You need money more than edibles. Fragments gleam like obsidian in the depths of the ice. Their glassy blackness recalls Mount Nomad. The predatory terrain features with chance the blackness of Void's approach. What is the connection? Wir haben eine Hunting Trophy bekommen, das was ich suche, und zwei outlandische Artifacts. Nicht unbedingt was ich suche, aber trotzdem etwas, das man benutzen kann. Benutzen? Benutzen? Seit mir einmal jemand gesagt hat, dass es nicht benutzen ist, sage ich immer das Falsche. Ich bin mir jetzt immer unsicher. Es ist benutzen oder benutzen? Benutzen. 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 Ich bin schlecht in Deutsch. Sensus Arch. Englisch ist einfacher. So. Da würde ich sagen,
Wir haben eigentlich einen Say. Ich war noch nie mit Say in Codex, weil das so nah an Wither, genau, Wither dran ist. Lasst uns mit dem Say mal nach Codex fahren und gucken, ob wir da irgendetwas machen können. Ist natürlich eine etwas langsame Fahrt, aber das soll ja das geringste Problem sein. The Isle of Codex. Strategic information for the Admiralty. Nod, shrug. She hands you an oilskin pouch. 9 foolscap sheets of beautiful written cipher gathered from who knows what corners of the Untersee. You look up. She points across the water towards the distant light of Wither Town. She shakes her head. No home there for her. Not now. She points to your ship and raises her eyebrows. Ich würde dich ja mitnehmen, aber ich glaube, ich habe nicht die Option dazu. Oh, doch, da. A mute exile wants to join your crew. Will you permit it? Though other sailors clutch their sea talismans and make signs against evil, the folk of Wither are uncanny. Those who are exiled to Codex must be more so. Refuse it. You'll pick up your crew more carefully. Warum nicht? Wir haben nicht so viel Crew. Her damit. Oh. She can't or won't speak, but it's clear she knows the sea. She'll do well, this one. We've gained 5 Terror. Wir haben nicht unbedingt viel gehabt, also ist das in Ordnung. Your cons... Huh. Salt beobachtet uns. Interessant. Okay. Ansonsten können wir nichts machen. Offer the Shivering Monkeys Elemental Lyric. Ich habe nichts. Ich würde echt gerne, aber... Ich habe nichts. So, yeah. Ne? Gut. Dann, wie so oft, Licht aus. Weil wir keinen Strom verschwenden wollen. Eigentlich Fuel, aber naja, Strom verschwenden wollen. Und dann machen wir uns auf die lange Reise westwärts nach Mount Palmerston. Ich mag das Tuckergeräusch auf See. Es ist entspannt. Ah, Frostfound vast and chilly, a fortress sieged by questions, answers and riddles. Ich war in Sunless Sea noch nie in Frostfound. Ich bin mir auch unsicher, ob es ein sehr guter Plan ist, nach Frostfound reinzumarschieren. Denke eher nicht, also ja. Aber sollte es eigentlich irgendwann mal probieren. Einfach der, naja, Reinkletterheit wegen. Wir haben auch bis jetzt Hideaway nicht gefunden. Wir sollten uns demnächst irgendwann mal auf die Allmacht der Seher verlassen, um dieses Loch zu finden, das scheinbar nirgendwo existieren möchte. Take Tea. Because Take Tea gibt uns wesentlich mehr und sorgt dafür, dass wir eine relativ große Menge an Terror loswerden. Und Terror loswerden ist eigentlich meistens etwas relativ Schönes. So. Das heißt, jetzt werden wir wahrscheinlich zu Cripple of Light segeln. Wir haben wir genug Supplies? Wir können für ein paar Echos neue Supplies auf Mount Palmerston kaufen. Das heißt, ich denke, ich werde diesmal dem Sigil-Ridden Navigator gestatten, dass er sich die Dinge über sein Siegel anhören kann, die er hören möchte. Beziehungsweise, wir haben eigentlich auch genug Crew. Ich könnte ihn einfach Crew anbieten. Unser Terror ist auch nicht wirklich hoch, also... Sollte eigentlich in der Hinsicht keinerlei Probleme geben. Oh, und ein Lifeberg. Der wird natürlich direkt anvisiert, während wir wieder unseren allmächtigen Rückwärtsgang machen. Ja, ich glaube, wir stunnen ihn mit der Flashet. Das ist natürlich effizient. Oh, das ist wahrscheinlich die 2 ganz am Ende. Das ist dann. Ich habe noch keine Ahnung, wie hoch die Stun-Chance ist. Ja, Tatsache. Wir sorgen dafür, wenn wir ihn treffen, dass er nicht weiter chargen möchte, beziehungsweise langsamer Charge, das erwartet. Erstmal ein bisschen langsamer. Damit wir mit beiden Waffen zielen können. Okay. Da ist eine Wand, aber das ist in Ordnung. Der Lifeberg wird uns gerade nicht rammen und jetzt ist er auch weg. So. Gathering Treasure. Ja, ich möchte momentan Hunting Trophies sammeln, weil es ja der Merchant Venturer war das, denke ich, von uns haben möchte. Sprich, wir werden auf dem Weg durch die böse See noch ein paar mehr ungewollte
Feinde effizient in Stücke senkeln. Sofern sie das natürlich zulassen. Da hat es gerade kurz geruckelt, warum auch immer. Hoffen wir einfach mal, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Ich kann manchmal mal eine Siebert rausschicken. Wer weiß, vielleicht finden wir hier oben irgendwo Hideaway und ich habe es einfach bis jetzt übersehen. Nope, momentan noch nicht. Ich hatte gerade Panik, dass das Mount Nomad ist. Nein, es ist einfach nur eine Insel. Es wäre richtig gruselig, wenn Mount Nomad sich einfach als Insel per se tarnen würde und erst wenn man zu nah rankommt, man erkennen kann, dass es tatsächlich ein Lifeberg ist. Aber ich denke einfach, die Engine lässt nicht zu, dass sich auf der Overworld Dinge transferieren. Transformieren. So. Und willkommen in der Chapel ist der... Oh mein Gott. Erstmal, nein, wollen wir eaten? Ja, we will eat at the Chapel's Bounty. So, your silhouette navigator races towards the chapel. Das haben wir bereits gelesen. Pay another price. A new destination. The chapel's congregation are soft-footed. No one on board hears them come or go. In the morning, a crewman's bed is empty. You divert your crew's concerns. Later, you take part in the late, warm red breakfast in the church's crypt. When you emerge with the smiling priest, the navigator hurries forward from a pew. The sigil. What does it mean? Who carved it on me? Who did I do to deserve this? What did I do to deserve this? The smiling priest raises a hand. You're on a journey, my friend. Take one step at a time. I've seen your sigil before, carved in the ice at Frostfound. Go there. You will answer your first question. It will lead you to the next. The navigator's fangs are muted. He floats back to your ship before you leave. The smiling priest gives you a wink. Und damit sind wir wahrscheinlich auch in unserem Mute Crewman losgeworden. Sehr gut. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Menschenfleisch gegessen, aber das ist ja nicht schlimm, ne? So, wir nehmen mal das hier. Provide seasoning for the feast. Oh, das hatten wir letztes Mal. Ist sogar ein relativ guter Tausch. Und ich denke, nee, vielleicht sollte ich, wenn ich von Mount Palmerston direkt zurückfahre, das machen. Ha. Ich bin sogar dazu verleitet, eine Kurve zu fahren, um einfach nochmal zu Frostfahren zu kommen, damit wir die Story vom Sigil Ridden Navigator ein bisschen fortführen können. Bin mir noch unsicher. Gut. Erstmal allerdings müssen wir hier irgendwie wegkommen, ohne dass uns dieser Kackberg unser Leben schwer macht. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das am besten? Ich habe einen Plan und er involviert T zu drücken. Aber der Berg kommt immer näher, er kommt nicht wirklich weiter weg. Alle. La la la. Atemlos. Durch die Nacht. Ich dachte atemlos. Oh, shit, da hat doch getroffen. Okay. Captain Zulu, Schadensreport. Zulu. Shit. Oh, shit. Well, damit sind wir zwei Crew los. Oh mein Gott. Kann man bei der anderen Crew vielleicht jemanden anheuern? Das wäre echt cool. Oh mein Gott, ich höre Krabbeln. Ich höre ekliges Krabbeln. Das heißt, fuck this shit. Ich kämpfe lieber gegen Mount Nomad, anstatt gegen diese scheiß Spinnenvieh unter Wasser. Bitte sei weg, Mount Nomad. Oh, Mount Nomad ist weg. Ich habe ihn verscheucht. Meine brillante Taktik des Ich verschwinde und tauche wieder auf hat ihn verscheucht. Er fürchtet mich. Oder es fürchtet mich. Oh, shit. Ja, jetzt sind wir halt langsam. Und zwar nicht nur ein bisschen, ne? Immerhin bewegen wir uns langsam auf Dinge zu. Nicht unbedingt gute, aber Dinge. Das wirft aber eine andere Frage aus. Ich habe das Krabbeln vom Constant Companion gehört. Heißt das, der spawnt nicht nur bei niedrigem Terror, sondern auch bei niedriger Crew? Das wäre dann nämlich natürlich ein weiteres, naja, unangenehmes Dingsy-Pinksy, auf das man vielleicht achten sollte.
Das heißt nämlich, ich werde dann wahrscheinlich in Zukunft mit mindestens 5000 Leuten in meiner Crew lossegeln, in der verzweifelten Hoffnung, dass das alles gut geht, ne? Da oben sind Motten. Ich hab keine Ahnung, wie stark seid ihr eigentlich? Gib mal eine Info an dein Leben. 500, oh shitsies. Und ihr seid schneller als Lifeburger. Sprich, mit euch werde ich mich fürs Erste zumindest einmal, wenn es sich vermeiden lässt, nicht anlegen. Aber, wenn ich mich hinter einem Stein... Nee, ich habe zu wenig Leben. Ja, verdammt nochmal, Goldie. Du hast gerade vorher gesagt, dass wenn du auf jeden Ketten stirbst, hörst du auf. Jetzt muss ich dich mal zum Selbstmord begeben, ja? So. Einmal nur da drüben hin. Da vorne muss ja die Undercross haben, wenn ich mich erinnere, richtig? Wenn ich krabbeln höre, gehen wir hoch. Hören wir krabbeln? Scheinbar nicht. Full Power to the Engines, ich will da schnell hin. Oh mein Gott, das hat uns überhaupt kein Stück weitergebracht. Ja, geh auf. Ich höre auf krabbeln. Will ich krabbeln? Oh mein Gott, meine Ohren sind gerade so getuned auf krabbeln. Wenn ich krabbeln höre, oh mein Gott, ich werde so panisch und fange einfach an zu weinen wie ein kleines Baby. Hallo. Hallo. Share tales of the outside with you almost dead men. Okay. Ja klar, hier hast du Geschichten, lass dich nicht aufhalten. You've gained one undercrow dying grace. You know one intriguing snippet. You gained three memories of a distant jaunt. We've lost one Z-Story. Okay. Assemble port report. Immer gerne. Speak to the Incorporalian. Das haben wir auch schon gemacht. Das heißt, wir können hier nichts weiter machen. Schade, keine Crew. Nicht, was ich ehrlich gesagt als Ziel vor Augen hatte. Aber okay. Kein Constant Companion. Kein Mountain Nomad. Alles ist gut und schön. Momentan wurde ich noch nicht mal gegessen. Ist das nicht geil? Okay. Kann ich hier irgendwo Crew aufsammeln? Vielleicht im Empire of Hands. Nook ziemlich wahrscheinlich nicht. Nation, ne. Okay, das ist wieder ein Weg zu Mount Palmerston und Empire of Hands und dann den Scheißweg zurück. Okay, hab's verstanden. Polyframe ist direkt unter Mount Palmerston. Das heißt, ich kann... War das da? Ich glaube, bei Polyframe konnte man Devilbone Dice verkaufen. Bin mir jetzt aber unsicher. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Khan's Shadow. Und irgendwas von Khan's Shadow konnte ich mitnehmen und bei Polyframe verkaufen. Ich habe jetzt aber keine Ahnung mehr, was. Naja, erstmal sollten wir uns aber, denke ich, darauf fokussieren, dass wir diese Reise erfolgreich abschließen. Wenn wir bei Palmerston sind, können wir aufkaufen. Können wir glücklich sein. Können wir Bananenfeste machen oder so in der Gegend. Und dann gucken wir weiter. Erstmal bewegen wir uns mit dem Tempo einer toten Schnecke. Einer sehr, sehr, sehr toten Schnecke von Palmerston zu. Einer sehr, 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 sehr toten Schnecke. Schön heute Abend, ne? Oder morgen. Je nachdem, wann ihr das Video guckt, ne? Für mich ist es Nachmittag. Warum sage ich schönen Abend? Naja, die Musik ist cool, ne? Und willkommen beim Wir fahren langweilig über die See-Simulator. So, was bist du? Du bist ein Faust Corsair. 300 HP, kann ich dich knallen? Nein, eher unwahrscheinlich. Aber er versucht, mich zu erledigen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Oh, Shitsies. Ja, der will sie mich haben. Einfach fahren. Autsch! Suffered zero damage? Das ist... Okay. Ich meine, damit kann ich arbeiten. Ich denke, wir müssen den umbringen. Ich weiß nicht, ob er stärkere Waffen hat. Wenn er stärkere Waffen hat, müssen wir ihn dringend... Oh, irgendwie zur Seite schieben.
Oh, shit. Und mehr Crew stirbt. Einfach wegschieben. Komm. Komm her, du Loser. Ich habe die größeren Waffen. Ganz sicher. Oh, das war verfehlt. Das war kein guter Plan. Oh, shit, 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 Giggles und Bubbles. Shit, Giggles und Bubbles. Spibblecup. Spibblecup. Und... The ship is yours. What will you do with her? What treasure did these villains take? Okay, a crutch of curiosity, some sort of babble, falcon of prisoner's honey is okay. Gut. Deshalb sind wir verdammten Feind los geworden. Jetzt gehen wir nach Mount fucking Palmas, ne? Und werden uns dort erstmal vollkaufen mit Shit. Und zwar bis zum Abwinken vollkaufen mit Shit. Boah. Muss gestehen, der eine Encounter mit Nomad, ich hätte einfach früher rausfahren müssen und direkt abdrehen sollen. Am besten noch einmal Full Engines machen und bäh, wir wären weggekommen, aber... Nein! Nein, Goldie wollte sich unbedingt 80 Damage in den Arsch schieben lassen, denn er steht voll drauf. Und jetzt zuckern wir. Mit dem Speed Mode 2000. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach eine Stunde lang auf und dann cutte ich das zusammen. Dann, boah, ist das zum Kotzen hier. Independent Verification. Ich kann das nochmal machen? Habe ich das nicht schon gemacht? Ich bin mir ehrlich, ich habe das schon gemacht. Nein. Ja? Vielleicht. Egal. Nein, schiefgelaufen. Aber ja, ich bin mir ehrlich, ich habe das schon mal vorgelesen. Das heißt, Achso, ja, ich habe das einmal gemacht und habe die Informationen abgegeben. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Chance, das ein zweites Mal zu bekommen. Tell the Devils it's time to go. The Brass Embassy has given you the good word. Let's go, she says bravely. The Brimstone Invigilators will be here soon. You don't want to meet them. She lifts a single man's skin valise. This is all I need. Take me back to London. An occurrence, the objective encounter with the Wistful Devils is now 80. Und wir haben eine Wistful Devils. Sehr schön. Mount Palmerstorm. Wir machen einmal einen Port Report, wie es sich gehört. So. Und jetzt ist die allgemeine Frage. Shop. Das war, glaube ich, nicht hier. Erstmal leider etwas teuer, aber muss gekauft werden. Weil muss ja und so, ne? Dich kaufe ich so hoch und dann noch zwei Supplies. So, das sollte reichen, damit wir unsere Fahrt fortführen können. Ich glaube nicht, dass wir in Irem irgendwen anheuern können. Zumindest glaube ich das einfach nicht. Aber wir haben auch nicht allzu viel Auswahl, also in der Hinsicht... Die Welt ist momentan ein bisschen meh, wie man so schön sagt. Wir haben eine relativ große Menge an Hearts. Wir könnten eigentlich öfter auf Full Power gehen. Allerdings weiß ich nicht genau, wie viel Skill man braucht, um die Full Power Explosion zu verhindern. Und da wir auch nicht das nette Item haben, das dafür sorgt, dass es nicht explodieren kann, würde ich mir ganz grob behaupten, yay, hey, hey. So. Ich werde jetzt einfach mal öfter diesen Knopf drücken, mal gucken, ob es schief geht. Wenn es schief geht, dann kann ich immer noch weinen, ne? Würde ich mal zumindest ganz grob behaupten. Wenn ich nicht weinen kann, dann bin ich traurig. Bin ein weinerlicher Mensch. Ja. Laughter vom Vordeck. Da scheinen Leute Spaß zu haben, ist ja gut. Solange sie die Waffe am Vorderdeck auch gut benutzen, ist das meinetwegen in Ordnung. Ich bin niemand mit großen Einstäblichkeiten von dir. Ja, jetzt schreiben mich tatsächlich alle Leute im WhatsApp an. Alle. Heieiei. Ist ja furchtbar heute. So. Charlisless Haven. Hello and welcome. Please give me crew to stock ship. Need 5 people or so. Take leave and buy drinks and shits. Lil.
Item. So, compiler, port report, like always. Sacrifice elemental relic. You will break the ice on a white pool. You will lose the relic in it. You will toss, nicht loss. Trade elemental relic for two moves in a great game. Ach du Scheiße, das ist gut. Ah, ich wünschte, ich hätte mehr davon. Aber okay, habe ich leider nicht, ne? Shops. Kann ich hier irgendwo... Ein Lamentable Relic für ein Secret hier am Arsch. Am fucking Arsch, sage ich dir, mein Freund. So, Nein. Strange Catches könnte ich wieder mal kaufen, aber momentan nicht, einfach bei Platzmangel. Ja, um immer sagen... Einfach aufkaufen, weil es sein muss. Ich habe genug Echos. Diese Reise wird sich finanziell definitiv nicht lohnen. Und einfach weiter zum Empire of Hands und hoffen, dass alles gut geht. Full Power to the Engines. Ich möchte eigentlich nur wissen, wie hoch das Ding ist. Im Sinne von, wie hoch mein Harz ungefähr... Eigentlich sollte ich meine Harz erhöhen. Ich habe wie viel Secrets? 25, ja. Ich denke, ich werde die Harz auf 60 machen. Vielleicht sogar 65, wenn ich raten müsste. Einfach damit es nicht passieren kann, dass Crew danach dann mal drauf geht. Und damit ich mich auch dagegen wehren kann, wenn irgendwelche Events kommen, dass die Crew der Meinung ist, dass die Welt hier einen Arschschritt verdient hat oder so. So yeah! Und auf zum Empire of Hands! Das ist ja letztes Mal schon gut gelaufen mit diesem scheiß Glorious Dreadnoughts. Aber hey, während wir da in aller Ruhe entlang tuckern, kann ich mal kurz... gucken, welche Nadeln mir da Leute geschrieben haben. Oh, nee, nicht so wichtig. Okay, ich dachte schon. Ah, Empire of Hands und Glorious Dreadnought wieder mal. So, die Frage ist natürlich einfach nur, in welche Richtung fahre ich weg? Oh, shit! Jetzt komm schon! Was soll denn der Dreck? Fuck this shit, full power. Warum? Weil wir können, ne? Weil fuck this shit und full power. Ich will einfach nur darunter die Frau abwerfen, damit es mir keinen verdammten Inventarplatz mehr kostet. Und der Rest ist mir scheißegal. Vollkommen scheißegal. Dog. Totally. Ist das unten ein Leuchtturm? Ja, das ist das Leuchtturm. Ich erinnere mich. Das heißt, Empire of Hands. Rein. To la Empire of Andes. Die Frau abwerfen und dann weiterschauen. Und Mann, die Leute schreiben mir die ganze Zeit. Ich werde dann wirklich gleich einen Cut setzen und das mal kurz regeln. Denn das, denke ich, ist nicht allzu gut, wenn mir alle 5 Minuten Leute irgendwas schreiben und ihr hört dann im Video ganz Pling. Pling. Denn BlueStacks hat leider Gottes kein Do Not Disturb Setting. Sprich, man kann das Pling relativ schlecht ausmachen. So, delightful welcome. The delightful adventurer leans over a rail on the ship, sniffing the humid air with evident distaste. What a filthy, damp little place. Oh well, we shall endure. At the sight of the Major hobbling up, she straightens. A thin, insecure smile spreads across her face. Ah! You there, my good primitive, she calls, striding down the ramp and sighting his arm tight. Now then, I come in search of your first emperor's vault, and for that I shall be needing a few things. Some of your finest workers and tools and some food. Do you understand me? She shakes her head, barely waiting for a response. Food, she repeats. Comprenos? Oh dear, I see we shall be here for a while. Listen, I hear your fellows rather like souls. Shall we discuss that like higher primates? Payment for the journey. Barnabas stays to settle up while his mistress negotiates the value of her soul with the mayor. A man with no face. Barnabas removes his mask without what looks like to be a silent moment of great relief. Underneath is nothing. Just a flat surface where his face should have been. Ah, an unfinished clayman. One of those flawed products of Polyphrem that followed their own rules. If only you'd known that before he boarded. Of course, that's why the adventurers never mentioned it.
He silently presents you with agreed fee, dips his head in a polite bow, and lumbers back to his mistress. It appears she has struck a deal with the mayor. The delightful adventuress will establish a base camp on Fountainhead Isle. She'll welcome your assistance as one who has proven to be not entirely useless. Natürlich das leider abrupte Ende in dieser Aufnahme. Kleinere Probleme mit der Zeitplanung und dadurch, dass mich ein paar Leute ein bisschen zu aufgestört haben, haben dafür gesorgt, dass ich hier die Folge bereits unerwartet beendet habe. Ich hoffe, es stört euch nicht sonderlich. Falls schon, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und mir einen Daumen runtergeben. Es tut mir wirklich leid. Aber auf der anderen Hälfte der Hand wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen goldigen oder sonnenlosen Tag, was euch lieber ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Sunless Sea. Bis dato, bye bye.